Guten Abend, willkommen bei Westpol. Vor 10 Jahren war es eine Weltsensation. Die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs war die erste Impfung gegen Krebs. Ein Durchbruch in der Krebsprävention. Sie hat sicher sehr viele Mädchen und Frauen vor der Krankheit geschützt. Doch auch diese Impfung kann Nebenwirkungen haben. Und das, obwohl die Europäische Arzneimittelaufsicht diese Impfung für sicher einschätzt und es für unnötig hält, Patienten und Ärzte über Risiken aufzuklären. Die 15-jährige Paula aus Langenfeld hat dieser Einschätzung vertraut. Nun ist sie querschnittsgelähmt, ein anerkannter Impfschaden. Hat sich eigentlich alles verändert. Ich frage mich dann immer, was mache ich nach der Schule? Nehmen die überhaupt mich an wegen dem Rollstuhl? Oder? Wir sind nicht sicher, dass die Europäische Arzneimittelagentur immer im Interesse der Patienten handelt. Der Preis steht sicher in keinem Verhältnis zu dem medizinischen Nutzen. Noch vor 2 Jahren war Sport Paulas liebstes Hobby. Heute bereiten schon kleine Bewegungen Mühe. Vor 2 Jahren spürte die heute 15-Jährige starke Rückenschmerzen. Nur Stunden später waren ihre Beine gelähmt. Man macht sich auch so Sorgen, wie sehen mich die anderen? Ich sehe einen Rollstuhl und denke mir jetzt, oh Gott, ein Rollstuhl oder die Arme. Also Mitleid kann ich gar nicht haben. Rückblick. Vor einem halben Jahr hat Westpol die Familie schon einmal besucht. Kurz vor der Lähmung wurde Paula gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft, erzählt uns damals die Mutter. Wir sind nicht genug aufgeklärt worden. Wir sind vertrauensvoll in das größte Desaster unseres Lebens hineingeschlittert. Dass Paulas Krankheit etwas mit der Impfung zu tun hat, haben damals alle abgestritten. Nun gibt es auf einmal Hilfen vom Staat für den nötigen Lift, ohne den Paula die Treppe nicht mehr überwinden kann. Für den Umbau des Badezimmers. Für breitere Türen, damit der Rollstuhl hindurchpasst. Ende April hat der Landschaftsverband anerkannt, was für die Familie schon lange klar ist. Paula leidet an einem sogenannten Impfschaden. Die dritte Frage, die uns die Ärzte gestellt haben, war, ist sie geimpft worden? Und das konnten wir ja bejahen. Und in dem Moment war für mich klar, die Impfung und die Erkrankung unserer Tochter, die ja eine Autoimmunerkrankung ist, haben einen ganz engen Zusammenhang. Nach der Gebärmutterhalskrebsimpfung beobachten Ärzte seit Jahren massive Nebenwirkungen. Chronisches Erschöpfungssyndrom, Gelenkschmerzen, Krampfanfälle, Eierstockversagen, Muskelschwund und POTS, eine Krankheitsgruppe, an der auch Paula leidet. Fakten, die auch die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, kennt. Die Behörde ist für die Zulassung und Überwachung auch von Impfstoffen zuständig. Enrica Alteri leitet die Sicherheitsabteilung. Uns gibt sie kein Interview. Im dänischen Fernsehen wendet sie sich vor wenigen Wochen an die Betroffenen. Sie haben das Recht, Fragen zu stellen. Ist der Impfstoff die Ursache? Wir glauben das nicht. Aussagen, auf die sich nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte wie Jan Salzmann verlassen müssen. Wenn die Gesundheitsbehörden uns darüber informieren, dass ein Impfstoff oder ein Medikament erstmal keine relevanten Nebenwirkungen hat, dann gehen wir auch erstmal davon aus, dass es so ist. Was auch Ärzte nicht wissen, in internen Protokollen der EMA, die Westpol vorliegen, zweifelten Experten schon 2013 an der Sicherheit der Impfung. Wörtlich heißt es, unter den Wissenschaftlern herrschte Uneinigkeit darüber, ob die Diagnose POTS durch die Impfung ausgelöst wird. Es gab Untersuchungsbedarf. Für die Behörde kein Grund, Ärzte und die Öffentlichkeit zu informieren. Im Gegenteil, unabhängige Wissenschaftler empören sich, dass die Bedenken im offiziellen EMA-Report über die Impfung nicht mehr auftauchen. Vor wenigen Tagen schrieb das Forschernetzwerk Cochrane einen Brandbrief. Darin heißt es, der offizielle EMA-Report ist irreführend. Er vermittelt der Bevölkerung den Eindruck, dass man sich über die Sicherheit der Impfung keine Sorgen machen muss. Nina Katzemich von der Organisation Lobby Control beobachtet die EMA schon lange. Sie berichtet uns, die Pharmaindustrie finanziere die EMA zu 85%. Der zu Kontrollierende zahlt den Kontrolleur. Wenn es um die Sicherheit und Transparenz von Medikamenten geht, haben wir schon beobachtet, dass die Arzneimittelagentur sich durchaus auch auf die Seite der Pharmaindustrie schlägt. Und es gibt auch personelle Verstrickungen. Thomas Löngren, lange Direktor der EMA, ist nun Pharmalobbyist. Und Stefano Marino wurde vom Pharmalobbyisten zum Leiter der Rechtsabteilung der EMA. Nur 2 von vielen Beispielen.
Denn sogar sie hat die Seiten gewechselt. Enrica Alteri arbeitete bis 2012 just für den Hersteller, der an der Impfstoffproduktion beteiligt ist. Für sie kein Problem. Unser System, Interessenkonflikte auszuschließen, ist sehr stabil und wir beobachten es ständig. Wir zeigen Paulas Mutter unsere Recherchen. Sie sieht zum ersten Mal, dass die Europäische Arzneimittelagentur Warnungen von Wissenschaftlern verschwiegen hat. Erstmal finde ich es eine Unverschämtheit, dass Behörden Bescheid wissen und nicht weitere Studien, Überprüfungen oder irgendwas lostreten. Das ist, finde ich, eine Fürsorgepflicht, die diese Behörden ganz einfach haben. Und für uns persönlich, hätten wir die Informationen damals gehabt, hätten wir auch nicht geimpft. Paula und ihre Mutter hätten sich mehr Aufklärung über die Risiken gewünscht. Doch die Behörden empfehlen die Impfung auch heute noch als sicher. Für den Hersteller ist der Impfstoff übrigens ein gutes Geschäft. Während Impfungen gegen Tetanus oder Grippe so zwischen 5 und 10 Euro kosten, liegt das Mittel gegen Gebärmutterhalskrebs bei 300 Euro. Weltweit wurden damit bereits mehr als 30 Milliarden Euro umgesetzt.